fate has played its hand, and now the die is set. I knew this child would play her part somehow, and it seems Gabriel has real help at last. It bodes well for our quest. The golem that protects the girl has something that could prove very useful in the end, something unforeseen. My dear friend, I see your destiny before me, and it is terrible indeed. And yet I have trust that all will be as I have hoped. Vielleicht ist auch der Golem derjenige, der die Kraft besitzt, irgendwas aus dem Weg zu räumen. Bin ich mal gespannt, ob man den beim Replay dann der Level dann auch irgendwie mit einsetzen kann. Na gut, schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. For thousands of years, this city overflowed with life. It was a sanctuary of magic, wisdom and harmony. These people were the ones that created the crystals, which you've already seen. They didn't need armies for protection. Their powers were enough to thwart any threat. That is, until the Lycans came. Then the balance changed. Trolls, goblins, gremlins, creatures of nightmare besieged the city endlessly, day and night. Most fled. Others used their remaining powers to create huge titans to fight against the invaders. The battle lasted centuries until there was no stone left standing. No one left. Those that did not die in battle were captured and devoured. My father was one of the last. He hid me. He created the Black Knight to be my protector. We have been running ever since. The Titans outlived their creators and stayed here fighting against an enemy that outnumbered them until even they were defeated. All except one. Behind those doors awaits the last of those Titans. Das klingt doch mal nach einem Ziel. The only way to reach the Sanctuary of the Dark Lord is through that door. We will have to defeat the Titan if we wish to continue our journey. The door will only open with the power of a crystal. You need to find four shards to create a whole crystal. We will wait for you here while you look for them. Go in search of the areas where the crystal shards grow. We will wait for you here. Alles muss man selber machen, natürlich. Wie großartig. Okay, wir haben also eine Einheimische hier, die uns quasi hilft. Was ist denn eigentlich... Ach, wir hatten ja noch gar nicht reingeguckt in das Schattenstein-Medaillon, ne? Naja gut, wir wissen ja eigentlich, worum es sich dabei dreht. Ich mache mal kurz so, falls es irgendjemand lesen will. Ich glaube, da wird aber nicht viel Spannendes dabei sein. Was haben wir denn hier? Dunkle Kristalle. Diese Kristallgebilde sind das Resultat eines Phänomens, das in Zonen mit einer hohen Konzentration an Schattenenergie auftritt. An diesen Orten ist das Land so mit Magie durchwirkt, dass es zu plötzlichen Eruptionen kommt, welche für die charakteristische Geodenform verantwortlich ist. Die Kristalle bestehen aus reiner Schattenmagie und sind daher viel empfindlicher und gefährlicher als die Steine des Medaillons. Sie sind so mächtig, dass ein vollständiger Kristall bereits ausreicht, einen Dämon aus der Schattenebene herbeizurufen. Okay. Ach, das war das, was wir gesehen haben. Sie hat ja so ein Vieh gerufen. Stimmt ja. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. So, das war jetzt aber eigentlich gar nicht das, was ich schauen wollte. Bei Talenten, ja gut, brauchen wir jetzt nicht reinschauen. Sondern ich wollte bei den Hauptcharakteren schauen. Ich habe auch noch gar nicht Gabriel und Mary angeschaut, ne? Können wir auch nochmal kurz mitmachen. Gabriel. Als Kind wurde er vor der Tür eines Klosters der Bruderschaft des Lichts ausgesetzt. Es ist nicht bekannt, wer seine eigentlichen Eltern waren. Manche vermuten, er sei das ungewollte, uneheliche Kind eines wohlhabenden Gutsbesitzers aus der Gegend. Sehr wahrscheinlich aus der Familie Kronquist, obwohl dies nie bewiesen werden konnte. Der Orden benannte den Jungen nach dem seligen Erzengel Gabriel und zog ihn als einen der ihrigen auf. Das frühreife Kind erwies sich schnell als äußerst talentiert und entwickelte eine beispiellose Beherrschung der Kampfkünste. Den Beinamen Belmont wählte Gabriel aufgrund seiner Vorliebe für Berge und luftige Höhen. Gabriel, der zu Anfällen von Schwermut und zu gelegentlichen Gefühlsschwankungen neigte, wurde vom Tod seiner Jugendliebe Mary schwer getroffen. Auf Bitten des Ältestenrats der Bruderschaft brach er zu dieser Mission auf, erfüllt von einem brennenden Verlangen nach Rache. Nein, ich wollte gar nicht ganz zurück, ich wollte eigentlich wieder ins Buch rein, Mensch. So, schauen wir noch kurz Mary an.
Mary, jüngste Tochter einer reichen Kaufmannsfamilie, fühlte sich immer von der tapferen Gesinnung der Bruderschaft des Lichts angezogen. Das neugierige und lebendige Mädchen stahl sich oft von zu Hause fort, um den Mönchen zu helfen, für die sie backte und putzte. Bei einem dieser Besuche lernte sie den Jungen kennen, der später ihr Ehemann werden würde, eine Waise namens Gabriel. Die zwei Jugendlichen waren füreinander bestimmt, sie wuchsen zusammen auf und schmiedeten Zukunftspläne. Und diese Pläne gingen in Erfüllung, als die beiden eines idyllischen Morgens mit dem Segen sowohl ihrer Familie als auch der Bruderschaft heirateten. Mary stellte dabei einen ausgleichenden Gegenpol zu Gabriels düstere Stimmung dar, und oft reichte ihr Lachen schon aus, um die Sturmwolken zu vertreiben, die sich in ihm zusammenballten. Nun wurde Mary auf tragische Weise ermordet, und Gabriel dürstet nach Rache. Traurig, traurig. Und Claudia jetzt, die neue. Claudia ist ein stummes Waisenmädchen, das in den Ruinen von Arcata lebt, der zerstörten Hauptstadt einer vergangenen Zivilisation. Die Wesen, die diese Stadt einst bauten, wurden sehr alt, oft lebten sie Jahrhunderte, und Claudia bildet da keine Ausnahme. Nachdem sie unzählige Jahre Staub und Zerfall ertragen musste, hat sie telepathische Kräfte entwickelt, indem sie mit ihrem treuen Beschützer, dem Schwarzen Ritter, kommunizierte. Es handelt sich um die bevorzugte Verständigungsform ihrer Vorfahren. Das starke Band, das sich zwischen ihr und ihrem gepanzerten Schützer entwickelte, hat die beiden schon oft gerettet. Claudia ist tapfer und unbekümmert und sie zögert nicht, sich der Gefahr zu stellen. Doch tief in ihrem Inneren verbirgt sie große Trauer, den Verlust ihres geliebten Vaters. Ach, alle verlieren sie irgendjemanden. Ich will ihn gar nicht großartig provozieren, ich lasse ihn mal, den dunklen Ritter. Wird schon passen, wird schon passen. So, achso, wir können ja einfach mal hier vorne dieses Ding umsägen, oder? Geht das? Nein? Kann ich das nicht? Du benötigst einen vollständigen dunklen Kristall, um dieses Statue zu aktivieren. Achso, die ist dafür. Alles klar, dann lassen wir die auch erstmal stehen. Und machen uns mal irgendwo anders hin auf. Ich weiß bloß nicht wo, um ehrlich zu sein. Können wir vielleicht hier hochklettern? Nein. Magst du mir einen Tipp geben, Mädchen, wo ich hin muss? Nicht so wirklich, oder? Ich meine, dass irgendwo in der Umgebung die Dinge sein sollen, ist ja sehr schön. Trotzdem sollte ich vielleicht erfahren, wo genau ich hin muss. Das wäre sehr praktisch. Und ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich sehe nirgendwo eine Ecke, an der man hochklettern kann oder an der man irgendwie... Ach hier! Oh, Leute! Versteckt ohne Ende. Die Orte, wo Crystal-Shards grow, sind purple in color. You need 4 Shards to create one whole Crystal. Geht klar. Das haben wir auch gerade schon gelesen. Ich glaube, das war das, was ich jetzt gerade mit im Menü gelesen hatte. Dieser Stein, der einen Dämonen beschwören kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht gerade einen Dämonen beschwören wollen damit, sondern dass wir die Kraft anderweitig nutzen. Wobei, bei ihr wäre ich mir da nicht so sicher. Vielleicht will sie ja wieder einen Dämonen rufen. Sie hat es ja schon mal gemacht. So, was haben wir hier? Eine Schriftrolle, natürlich. Was sonst? Ich habe die Legenden von den Nekromantenkriegen und der fortgeschrittenen Zivilisation der Arcadianer gehört. Es heißt, dass einer ihrer Kriegstitanen hier in der Nähe liegt. Ich hoffe bei Gott, dass der dunkle Fürst niemals einen dieser Giganten findet und für seine Zwecke einsetzt, denn sie können mit Leichtigkeit ganze Städte vernichten. Ich werde in der Stadt nach Hinweisen auf seine letzte Ruhestätte suchen. Hoffentlich finde ich einen Weg, dieses abscheuliche Wesen zu zerstören. Schauen wir mal. So, aber wir wollen ja jetzt erstmal... Ja, du hättest auch ruhig deinen Haken da, deine Hakenspitze benutzen können, als ich es gedrückt habe. Das wäre sehr schön gewesen. Bevor wir uns auf die Suche nach dem Titan machen, wollen wir natürlich erstmal die Kristalle sammeln. Jetzt! Geht doch! So, meine Freunde. Ach, ich habe an ihm vorbeigeschlagen. Das ist ja auch toll. Erstmal auf ein kleines Tänzchen. Gebt mir eure Magie. Du Sackgesicht. Es wäre eigentlich... Nein, ich wollte es gar nicht aktivieren. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen zumindest einen Fokus auf die erlangen könnte. Ich finde das nämlich ein bisschen störend, muss ich zugeben, wenn man so ganz knapp an ihnen vorbeischlägt.
Find the areas where crystal shards grow. Ja, ja, ist ja gut. Keine Panik. Ich hab doch schon eine. You found a crystal shard. Ja, sag ich ja. Keine Panik. Ich find schon alles. Das wird schon irgendwie laufen. Halt, ich schau nochmal kurz hier rechts, ob hier noch jemand liegt. Nein. Wäre ja so ein Ort gewesen, an dem man hätte eine Leiche verstecken können. Guten Tag. So. Wollen wir mal vielleicht mit dem Flächenangriff rangehen. Wenn hier schon so viele vorbeischauen und mit mir spielen wollen, dann würde ich die doch gar nicht warten lassen, sondern dürfen sie alle gleichzeitig drankommen. So ein bisschen Synchronsterben spielen. So. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas in der Ecke? Nein. Gut, dann hüpfen wir doch gleich mal hier dahin, wo es leuchtet. Und... Achso, wir können nach oben. Ich wollte schon sagen, und machen dann nichts mehr. Aber es ging doch noch irgendwie weiter. So, zweimal hopsen, dann sind wir da. Ah, komm schon. Ich war gerade auf was anderes konzentriert. Irgendwie bin ich gerade nicht gut im Ausweichen, habe ich das Gefühl. Ich stelle mich nicht allzu besonders an, habe ich gerade irgendwie so das Gefühl. Aber was soll's. Alles sammeln, was wir können. Remember, we still need three more crystal shards. Ja, ich wollte mich gerade nur mal kurz noch umschauen. Gut, dann nehmen wir ja gleich mal das Leben, wenn jetzt keine weiteren Mykantropen mehr kommen. Und her mit dem Kristall. Ich kann zählen, ich weiß. Du musst dein Kampfkreuz aufrüsten, um dieses Gerät zu aktivieren. Okay. Ich sehe schon, wir werden wirklich noch einiges an Aufrüstungen bekommen. Dann ist die Frage natürlich, wo geht's weiter? Hier durch irgendwie? Nee, ne? Hier ist sonst nichts mehr. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist natürlich... Okay, vielleicht müssen wir einfach wieder zurück, wer weiß. Ach, nach oben. Nach oben geht's weiter. Alles klar. Gib mir was Schönes. Sehr gut. Ein weiterer Schattenmagiestein. Dolche brauchen wir ja keine. So, mehr ist ja aber auch nicht. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf nach drüben. Und schauen mal, ob es noch eine Alternativroute da drüben gibt. Ab nach unten. Sieht aber eigentlich gar nicht danach aus, ne? Ich wüsste zumindest nicht, wo. Sind wir von hier gekommen? Hoch mit dir, hoch. Ah, hier. Hier ist noch was. Aha. Geht's hier links rum? Nein. Dann probieren wir es doch mal rechts. Remember, we still need two more crystal shards. Oh, gehen wir nicht auf den Piss, Alte. Achso, das ist bloß, um hier wieder hochzukommen, wie es scheint, oder? Ach so, ich dachte, wir können ja noch irgendwas Besonderes machen. Tja, dann weiß ich nicht, wo es weitergeht gerade. Oh, hier, was hast du denn? Ein Lichtmagiestein, sehr schön. Haben wir davon jetzt auch zwei. Und ziehen uns erstmal wieder zurück. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen anderen Weg, auf dem wir noch was finden. So, hier hatten wir den ersten gefunden. Schauen wir doch mal hier drüben. Geht's hier noch irgendwie weiter? Ich glaube, von hier bin ich gekommen, ne? Das kommt mir... Ja, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Na gut. Dann gehe ich erstmal wieder zurück zu ihr. Und schau mal, ob wir noch einen anderen Weg finden, der hier irgendwo abzweigt. Vielleicht weiter vorn? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Hm. Nee, ich sehe aber auch nichts, was sonst irgendwo abzweigen könnte hier. Also keine Ahnung. Können wir die eigentlich schon einsetzen, die Steine, die wir haben? Nein. Gut, dann gehen wir halt nochmal den Weg lang. Remember, we still need two more crystal shards. Geh mir nicht auf die Nerven. Du könntest ein bisschen hilfreicher sein, Mädchen.
Könntest dich ja mal durch die Ruinen flickflacken und mitschauen, ob du irgendwo was findest. Aber nee, du stehst ja lieber bloß nutzlos rum und gibst nutzlose Hinweise.